Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Yannick hat mir vier Videos geschickt, die ich mir dringend angucken sollte, die scheinbar sehr schrecklich sind. Also, ich habe auch schon die Woche jetzt neue Sachen gelesen bezüglich der Serie, die mich alle nicht so positiv gestimmt haben, wie es die ganze Zeit war. Also, weiß nicht, was mich da jetzt auch erwartet. Yannick war tierisch sauer, deswegen habe ich kein gutes Gefühl bei dieser ganzen Sache, bei diesen Videos hier. Es geht um die Lord of the Rings Superfans. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also wirklich keine Ahnung. Ich gucke jetzt in die Videos hier rein mit euch. Bin mal gespannt. Lord of the Rings Superfan Review of the Rings of Power Official Teaser Trailer. Das wird hier reuploaded, weil das haben sie scheinbar direkt wieder rausgelöscht hier. Danke, Roman Invicta. Schau mal, vorab ein Like, dass du das die Mühe gemacht hast, hier gegen jegliche Rechte zu verstoßen, gegen die ich jetzt nochmal verstoße. Aber, Every time I naja, was like, okay, hören wir take a mal breath, rein. something new would happen, and it was. It's Middle-earth, there's never peace, right? If, like, Sauron is hot, I feel like people would be like, I can fix him. Middle-earth had, like, a club. Yo, this tune is banging! Awestruck, mystified and starstruck. Wow. Ich mag ja so Teaser von so YouTube-Videos gar nicht, ne? Aber manchmal teasern die halt irgendwie das an, was man sehen will, aber das fand ich gerade schon schrecklich. Was war denn das? Wer sind denn die Super? Steht das hier irgendwo? Link to the Original gibt es das Every doch. time I Ah, was. das gibt es ja doch noch. Nicht gelistet! Die haben das ungelistet gemacht, es ist gar nicht gelöscht. Oh nee, Superfans of Diversity and Inclusion, but not Tolkien. Ja gut, da weiß man ja schon, was es geht. Hat man ja schon beim Teaser jetzt gesehen. Aber wie krass. Es ist einfach ungelistet. Es gibt's noch auf YouTube. Verrückt. Ja, trotzdem gucke ich hier. Der Roman Victor, der hat die Views verdient, der Mann. Oder die Frau. Oder der Woche, was auch immer. What else is out there? Ja, komm, das kennen wir schon. Das ist der ganze Trailer. Wonders in this series. My pick fantasy series, The Lord of the Rings. The Rings of Power. Just dropped with a teaser trailer. And I'm here with the Fellowship of Influencers. Chanel, Joel, and Influencer, okay. Kelsey. How you guys doing? Very excited after watching that. Come on. See everyone else's thoughts and just gather what we all think. That's what we're here for. That's what we're here for. All right, three words to describe the Rings of Power. Bin gespannt. Go. Also erstmal meine drei Worte zum Trailer. Inszenierung, weil die war geil. Galadriel, die wird halt eine Riesenrolle haben. Und mein drittes Wort ist, ich habe glaube ich gar kein drittes Wort. Ich hab keins. Ich habe nur zwei Worte, die mich mit dem Trailer da, die ich mit dem in Verbindung setze. Okay. Breathtaking. I literally didn't breathe. Breathtaking. Exhilarating and intriguing. I didn't notice that you weren't breathing. Yeah. I was gonna call first stage. It was like I was trying, but every time I was like, okay, take a breath, something new would happen, and it was literally like, and I was like, are you gonna fall off your chair? Please no. No. What about you? Oh, I would say like expansive, because yeah. We're getting this like whole new look into the second age on screen, and it's gonna be so amazing. I also wanna say Expensive dann halt als Wort, als Beschreibung für den Trailer, ey. Ja, wir wissen, dass die Serie teuer ist, aber das hat doch jetzt nicht der Trailer dann gesagt. Also ich weiß nicht. Und ich finde es jetzt schon schrecklich, nach einer Minute 30 und es kommen noch 12 Minuten. Das wird super. Das wird super. Hei, hei, hei. Because we're getting like more diversity within this series, like we're seeing our first black elf. Ah, das war wichtig in Herr der Ringe. And I'm very looking forward to like looking at that. And then I guess like intriguing, because obviously this period of history within the Middle Earth is very rife with notions of the plot of like the Hobbit and the Lord of the Rings, and seeing how the Rings of Power are being forged. Definitely more than three words. I'll take it. I love it. Thank you. I'm an over-explainer. I love it. I love it. I love it. I would say awestruck, mystified, and starstruck. Wow. Very strong that, words. That is like the word for the next teaser trailer. Yeah. Not just like the Was schaue ich mir da gerade an? So in the teaser trailer, and obviously there's a lot of stuff that you've probably read about it, we're introduced to the first... Jetzt bin ich mal gespannt. We're introduced to the first female dwarf. Now diversity, especially on screen as an actor, means a lot to Ich gucke mir erstmal die anderen Videos an. Das hier macht mich sauer. Hier hat er mir noch das Deutsche geschickt. Da kenne ich auch, glaube ich, keinen es von, außer den. Wunder auf der Welt. Warum ist das als Untertitel jenseits unserer Pfade. Kann ich dich mal ausmachen? Ich kann es spüren. Influencer Screening. Wo war das jetzt?
natürlich wissen, dass Mallorca, klar. Also von den ihn hier habe ich schon gesehen. Die anderen drei habe ich noch nie irgendwo gesehen. Wobei, ist das hier die Indeed Ingrid? Das wäre stark. Sonst kenne ich die nicht. Ist das Clouseau? Nee, oder? Revinside, ja, okay. Den habe ich schon mal gesehen und gehört. Ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, mehr muss man da nicht wissen. Sehen? Ah, ne. Ich dachte, die sehen einen anderen Trailer. Ey, das ist ja so schlecht inszeniert. Das ist, die sind noch nicht für eine Minute da nach Mallorca. Ich so an Herr der Ringe und auch so an Hobbit liebe, dass das alles so sehr magisch ist. Und das so wie ist du. So. Ah ja, jetzt komm mal! Komm, okay. Keiner hat geredet, sondern jemand hat erzählt. Das heißt, die Geschichte wird aus ihrer Perspektive erzählt dann. Oh. Wie im Herr der Ringe. Lass uns noch da draußen erwarten. Es war halt ein Trailer. Es warten Wunder auf der Welt. Jenseits unserer Pfade. Ich kann es spüren. Ich spüre mittlerweile echt nichts Gutes mehr. Kurono. Mit Julian, mit Revi und mit Sandra. Ich bin Kuro. Und ja, Jungs, guten Abend. Ich schätze mal ganz stark, dass es um den Trailer geht, den wir gestern gesehen haben. Haben die ja die letzten Höhlenmenschen, die nichts damit zu tun haben, draus. Ja, ich bin auch mal gespannt, was die Begründung ist, warum die da sind. Also, die sagen es jetzt hoffentlich gleich. Aber ja, ansonsten halt, die haben wahrscheinlich 4 Millionen Follower zusammen, die da auf den Stühlen sitzen. Und die können dann jetzt ihren Leuten sagen: Ey, voll geil, hol dir Amazon Prime, wird cool. Richtig, ja, darum geht's. Ja. Richtig geraten. Und wie fandest du ihn hier? Ich bin unglaublich hyped. Also dieser Stress. Julian Pohl. Wir hatten diesen, nie gehört. Wir hatten diesen riesigen Bildschirm vor uns, der größer war als meine gesamte Wohnung. Und die Quali auf dem Ding hat mich schon weggehauen. Also das war auch einfach geil. War schon nice. Ja, es war ja nicht nur der Bildschirm, es war so das ganze Event halt irgendwie, was halt crazy war. Ja, natürlich. Nur der Bildschirm war geil. Die reden jetzt nicht mal über den. Die reden jetzt nicht mal über den Trailer. Die sagen, dass der Bildschirm groß war. Ey, das ist doch. Die haben doch gar nichts zu sagen. Die haben nichts zu sagen zu Herr der Ringe. Was hat der da für eine Kette? Das ist immer Witcher. Das ist gar nichts, ist das. Vorstellen, so, man kommt ja dahin und dann. Bin viel zu sauer gerade für ihn, das so eigentlich anzugucken. Die können ja eigentlich nichts dafür, dass sie da eingeladen wurden. Geiles Essen, Cocktails, Drinks und dann ist größer als meine Wohnung. Man hat die ganze schon so Teaser gesehen von so, ich glaube, so 9 verschiedenen Völkern oder so. Das waren das immer so 3 Stück. Sandra, wie viele Völker waren das eigentlich immer? 9. Achso, ja. Danke, Sandra. Ganz kurz, was war dein Highlight gestern? Wir sind reingekommen und dann war erstmal so ein Selfie-Sandra. Alles auch wieder so mittelaltermäßig mit diesen Heuballen. Oh Mann, sorry, ey. Das ist ja auch so ein riesen Kelch in der Hand, wo du am Ende reinpinkeln wolltest. Ja. ja, ist ja typisch Mittelalter, oder? True. Und, normalerweise trinkt man dann raus. Ja. Also man hat wirklich auf jeden Fall. Kommt da irgendwann noch was Sinnvolles, außer zu dem Event? Ich bin nur 30 Sekunden von der Schlacht, aber dann habe ich einen Drachen sehen, einen Nasen. Ich verliere IQ. Zauberer, Trolle, so. Ich bin einfach volle einfach ein bisschen Gönner. Gib mir alles, was gib mir einfach alles, was ich habe. Wir haben gestern schon gesagt, ich glaube, wir haben sehr viel Schlacht um Mittelerde gespielt, beide. Ja. So, immerhin. Richtig geiles Game. Guter Mann. Das wird auf jeden Fall so mal ausgepackt, so bis die nächsten Sachen kommen. Ja. Man muss Zeit irgendwie überbrücken. Und nochmal die Trilogie gucken, auf jeden Fall. Gut. Nicht nur das. Wir haben es auch vorgeschlagen, wir sollten eine Watchparty machen. Einfach auf Twitch, so wenn das rauskommt, ja, safe, Digga, safe, auf jeden Fall. Das ist safe. Ja, Mann. Also ich hoffe, dass der nächste Trailer, ich denke mal so 2 Monate. Bestimmt. Also das wäre jetzt so ein Teaser, der Trailer dann 2 Monate. Ja, danke, dass du mit uns stirbst, weil... Ja. Ist euch aufgefallen, dass... Aber immerhin können sie eine Watchparty machen, da haben sie ihre 2.000-3.000 Zuschauer dabei, da kommt nochmal das Money, was sie da jetzt gekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das echt... 87 Likes halt. 87 Likes bei 10.000 Aufrufen. Das müsst ihr euch mal durchgehen. 87. Bis September dauert das noch lange. Wir können kaum warten. Jetzt bin ich auf die Kommentare gespannt. Oh Mann. 309 Dislikes. Das war vor 4 Tagen und seitdem hat es genau 3 Likes noch bekommen. Würde gerne wissen, wie viele Dislikes. Warum sieht man das eigentlich? Warum sieht der das und warum sehe ich das nicht? Show ist doomed. Ja, die Stimmung kippt komplett. Und ich verstehe es voll. Meine Stimmung ist auch komplett gekippt. Diversity Quota hier, Ames. Boah, ich weiß nicht.
Diversity ist ja wirklich in unserer Welt was absolut Wichtiges und Nötiges, aber so gezwungen. Yannick hat es die Woche auch wirklich schön geschrieben. Der hat das richtig schön formuliert gehabt, auch dass Tolkien halt die Welt auch so geschaffen hat, dass er halt divers ist und dass die Völker miteinander halt harmonieren auch zum Großteil. Und so soll das halt in unserer Welt auch sein. Aber man muss doch nicht gezwungenermaßen jetzt auch in Mittelerde nochmal unnormal aggressiv, ist genau richtig, weil das wird auch so aggressiv versucht halt irgendwie durchzuführen. Ich glaube hier, das ist ein guter, glaube ich, so wie ich es gesehen habe beim in die Playlist machen. Ich gucke jetzt mal mit der Hoffnung das Video an, dass ich nicht kotzen muss gleich. Ich glaube, der ist auf unserer Seite hier, der Mann. I fell down an incredible rabbit hole today. I did a video yesterday on the Lord of the Rings Superfans and how they weren't particularly super. Yeah, let's say that. Nur mal zur Erinnerung, die Superfans. Da die vier. Jawohl. Be kind, shall we? But I kept getting comments about, oh yeah, they did one of these in my country and it was cringe, but it wasn't as bad as this. And I'm like, hang on. They've done more of these? I have watched those. I collected all of the different fan reactions that I could find. And as I'm watching them, I'm like, hang on, I've seen these. Ich bin gespannt, was in anderen Ländern noch so passiert ist. I mean, the entire thing. They're all identical. And I don't just mean edited the same. I mean, even down to the people in them. Was hat er denn da für Popfiguren? Kann ich nichts von erkennen. Also hier ist irgend so ein Marvel-Dude. Probably heard of the movie Straight Outta Compton. Well, these people all look straight out of California. Honestly, when you've traveled the world, finding people that could all fit into one little place on Earth is—it's pretty impressive. It is. Ich bin so gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich bin echt gespannt. Trying to make yourself look different as a hipster, you just end up looking exactly the same as everybody else. But let's get into it, because I've set up a little thing for you. Ja, zeig's. And as you can see here, we're going to watch them all at the same time. Was haben wir da alles? Die Deutschen sind auch dabei. Herrlich. I didn't do anything to these. I just cut them up at the same time. They're all the same length. And this is how they show them. The only difference, as you can see, is the UK one has the little squish footage for the shorts. There was another one like this, but I will get into that one later, because that's a bit of a unique case. So, Alter, der gefällt mir richtig. Der nimmt die richtig auseinander, habe ich das Gefühl. Ist es wirklich... Das kann doch nicht sein. Gucken wir mal, das ist genau dasselbe Bild. Die können doch nicht denen allen gesagt haben, dass sie alles selben machen sollen. There's a boat and everyone's staring at the screen. And what I want you to pay attention to now is how things change. Because I'm pretty sure they watched this trailer more than once and they were definitely told to do for different things. It's gonna get a little bit weird. So, we're all watching it. Everyone's kind of subdued and, oh my god, I can't believe this. And as we move on, we go to the normal footage and... This is a different time, right? Notice how before, no one had anything. It was all, oh no, we're really subdued. And then just a few seconds later, so good, man. Phones. Look, there's no way on earth that the audience was all really paying attention and then just all at the same time decided to get out their phones and start staring around at everything else. Ist halt echt so. At one point, no, we want you to go. Der hat mich jetzt schon so überzeugt, der kriegt direkt hier, oder wie viele Leute haben das schon gesehen? 100.000 auch. Geil. Go through and we want you to do this really somber and Sebakan, kennt man den? We're all paying attention to it. And then in the next one, we all want you really hyped all the way through. And then on the third, if you can go through and all watch it through your phone, that'll be cool. I don't know what's going on. So yeah, there's the castle, little impressive bit. Now we're all walking up the stairs and there's a door. Man muss halt sagen, die Deutschen sind die Schlimmsten, ne? Es ist halt traurig, die Deutschen sind die Schlimmsten. Sie kommt da mit blauen Jogginganzug. Guck mal, der hat einen Anzug an hier in Italien. So wie es sein soll. Ah ne, da hat sie keinen blauen Jogger an. Das war der Mann. Obwohl, was hat denn der Spanier da an? Das ist ja edel. Na, guck mal, die Italiener. Hier eilen noch ihrem Ruf wirklich voraus. Super. Spitze. I would question if there's a camera in their face and so they can't get past him. What are they all staring? Das ist die Deutsche, das ist richtiges Meme-Bild hier, die vier. Das könnte auch so ein schlechter Horrorfilm sein, wo jetzt einer nach dem anderen abgemurkst wird. Let's pause in front of the door and stare around and if you think no that you they're not having actually paused, it's because you're pausing it, then no, because they all pause and wait at the same point and then it cuts off. And I think the reason why they had to make that cut is because oh, firstly, we've got to shift the camera. And secondly, they all just stood there like gormless little idiots. I don't think they actually moved through. When you walk up to a door, you walk through it. Have you ever walked up to a door? Ist echt so, das wäre eigentlich das Mindeste. Einfach, wenn sie es nicht gesagt haben, einfach nicht rein in die Premiere. Sorry. Parole nicht gewusst. Because each one of these has been filmed in its own little scene, so that they could all time it. Und dann noch so das Buch ausgehändigt. Hier, lies. Oh, now walk through the next...
next bit. None of this is legitimate. None of this is a normal reaction. Der gefällt mir richtig gut. Der spiegelt richtig meine Meinung aus, also meine Vorfreude jetzt wieder. Die ist nämlich gar nicht mehr da. We're gonna look over there and point around. I mean, I think it's gonna be difficult to have a genuine reaction. Ich muss gerade mal nochmal googeln, ob das mittlerweile irgendwie bestätigt wurde. Das war, wie war denn das? Warte mal. Weil wir haben was gefunden, dass sie nur die Rechte vom Hobbit, vom Herr der Ringe und von, ich glaube, das war's, gekauft haben. Die haben die Rechte am Silmarillion und so nicht. Das heißt, da in der Serie kann, wenn das stimmt, ich finde jetzt aber nichts dazu, dann können die nichts zeigen. Aus dem zweiten Teil, dann können sie den Fall Numenor nichts zeigen, nix. Da können sie nur auch bekannte Charaktere zeigen, die im Herr der Ringe vorgekommen sind. Da finde ich jetzt aber geradezu nichts mehr. Das muss ich mal noch in Ruhe nachgoogeln für die nächste Podcast-Folge, nächste Woche. Aber falls da jemand von euch was weiß, gerne irgendwie schreiben. Weil das wäre ja echt, das wäre ja furchtbar. Das wäre einfach furchtbar. Da ist auch meine Stimmung komplett gekippt bei dem Moment. Zu mir meinte letztens einer, und ich zitiere, hoffentlich sieht man Gollum wieder in der Serie. Hoffentlich hast du dem eine gelangt. Maybe there's an ice cream van he's really interested in. And then we all move through at the same time again. Stop, pause, look around, grab our friends. It's so exciting. Oh, it's so exciting. Have you ever done that? Have you ever walked into a room with anybody and just, oh my god, look. Like, no, he's got eyes, it's fine. Now, I do like this for the different kind of cultural reactions. They've got the UK and the Spanish, who are just kind of, they're a bit happy staring at the screen. Then you got the Netherlands, very unimpressed. It's like, they're on Twitter just reading their phone, can't be bothered. No excitement, no hype, nothing. It's just, yeah, I've seen all this before. This guy looks physically asleep, like he passed out. It's a bit weird. So echt krass, die Italiener haben gar keinen Bock da drauf. Was eine seltsame Veranstaltung, ey. Yannick, warum hast du mir das geschickt? Und jetzt guckst du dir das noch an, wie ich hier leide. Frechheit. Ja, komm, wir brauchen jetzt hier jeden Einzelnen hier zu burnen. Machen wir weiter. Seriously, it's just showing off. Doesn't really add anything. Probably took more than any of the rest of the time to do. Lots more footage altogether. The elf, which can move faster than the Flash. Do you know how fast an arrow moves? If elves can move as fast as that, then like, they could do anything. Anything that you saw in the Lord of the Rings trilogy is like, oh, why can't they? Was? Control together. The elves so, can move faster than the Flash. Was er den fängt, okay. You know how fast an arrow moves. Ja. Without phones, hat er recht. Is that it was all directed and they were all specifically told what. Ah, Vanity Fair Interview. Okay, das habe ich immer noch nicht gelesen. Das muss ich auch mal echt endlich machen. Aber das kann doch nicht sein, dass die Rechte nicht haben für irgendwas und dann. Ihr sagen, ja, wir machen das so, wie Tolkien das gewollt. Hey. Oh boy. Directed, scripted and solved. That's all it is. The entire thing is fake from start to finish. I really ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Version von dem Teaser wie Trailer da gibt. Very interesting fellow. Because we're gonna go into the people who did it all later. Very interesting. Oder? Wussten wir das? Habe ich das gesehen? It really is. So, that was it. I don't know how you get a trailer that looks identical or that close all of the time. Ist halt echt so. Dass es wirklich so exakt gleich ist. Das ist so schlecht gestellt. Das haben sie auch nicht rausgeholt. Das hier ist so geil. Das ist mein absoluter Favorit. Das ist das hier. Hör auf zu starten, Video. Ich will dich nie wieder sehen. Ich kriege noch einen Downward. Dass sie das einfach nicht gelistet gemacht haben. Das ist echt krass. Zack. Ja, Mann, diese Runde hat mich absolut überzeugt, dass die Serie voll krass und so mittelalterlich wird. Ha! Grausame Vermarktung. Das ist echt ganz, ganz schlimm vermarktet. Der Einzige, dem sie wirklich Geld schuldig sind, ist er hier. Der hat was verdient. ...and directed, as if everything was filmed specifically to look the same, to fit into it, so that all of them were identical, even though they had different people in. Ja gut, aber seine Meinung wird, denke ich, relativ klar. Kann man gucken, ob er noch irgendwas anderes, ob er noch mal durchgeht oder so. Different countries with different stuff. Each one has been designed with various different people. You've got the young hipsters on one side that all look like the California, and then you've got this bloke in France. What's going on in France? Hey, wieso soll es nicht Minas Tirith sein? Also echt, ey. You've got the standard people which run everything else, and then you've got France with this guy on his own. It's a bit weird, isn't it? Now, I did look on a few other sites, like they've got. Was haben die Inder gemacht? Das will ich noch sehen. Da bin ich gespannt. One thing that I found about India is they have
basically mastered YouTube. I mean, this is going to be a week's worth of uploads, right? We're still going. We're only 4 days in. All these videos, all this is in a week. The sheer amount of videos that they post in a week is astronomical. Indien hat YouTube wirklich durchgespielt. That is the Lord of the Rings line. That is 7 days ago. Das haben die alles hochgeladen. All those are exactly the same. They are all the teaser trailer. India released. Aber guck mal, 3,2, 2,8, 3, 16, 2,8. Ey, die haben das Video einfach 5-mal hochgeladen. This teaser trailer 6 times at the same second. I'm like, you've won YouTube. They've all got millions of views, everything else. These people know how to do it, right? I was so confused about this. Ja, das was ich sag. Die haben es richtig gut gemacht. Nee, Feedback. Das hier, das macht jetzt, also. Ich war ja nach dieser Nachricht hier, die wir aus dem Interview gezogen haben, hat mich echt schon angekotzt, tierisch, dass die da keine Rechtheit irgendwas haben und dass die die ganze Zeit nicht gesagt haben. Aber das hier, die vier hier und die anderen vier, die Deutschen, die Italiener und die Spanier, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber die hier, die haben jetzt echt nochmal ein gutes Stück Luft rausgeholt. Ich war vor einer Woche im letzten Video. Im letzten Video war ich noch so munter und hatte richtig Bock da drauf. Aber was soll ich sagen? Ey, es wird dunkel. Ich hab kein Licht an. Naja. Heieiei, das war es echt gar nichts. Ich muss nochmal rüberschalten. Ich muss nochmal die vier zeigen. Was haben sie sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was sie bei irgendwas hier gedacht haben. Die hätten den Trailer einfach kommentarlos stehen lassen sollen. Das wäre doch viel besser für alle Beteiligten gewesen. Ach, wobei, für die wahrscheinlich noch nicht mal. Die haben das jetzt alle gepostet. Die Fans von denen feiern es ab und gucken die Serie. Wie wilden finden sie geil. Direkt gute Amazon-Bewertung. Es ist halt eine Cash-Cow, ne? Da wird halt kein Fanservice für die richtigen Fans gemacht, sondern halt für die große Masse. Das wird jetzt halt langsam immer und immer deutlicher. Was sie beim Hobbit schon losgetreten haben, das geht hier jetzt in die nächste. Und wenn das wirklich so stattfindet, dann hoffentlich in die letzte Runde, ey. Vor allem die Herr der Ringe, die halt damals ja noch nach Buchvorlage zu 90% gingen, die fand doch jeder geil. Also, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Und vor allem die Rechte für Herr der Ringe und Hobbit, die waren doch um ein Vielfaches teurer, wie wenn sie sich die Rechte vom Silmarillion geholt hätten. Kannst du mir doch auch nicht erzählen. Dass die zwei Bücher, die vier Bücher, die sich ultra oft verkauft haben, billiger in Lizenzsachen waren, wie wenn sie einfach noch das Silmarillion geholt hätten. Oder irgendwelche anderen alten Geschichten. Ja, es ist halt wirklich in seiner Urfassung für alle. Aber das hier, das ist halt, ich weiß gar nicht, für wen das ist. Ich weiß echt nicht. Ich wollte eigentlich noch Dings spielen, da Schatten des Krieges, aber dann werde ich nochmal, glaube ich, saurer. Vor allem, weil das wäre besser als das hier. Das kann nicht sein. Das Schatten des Krieges, wirklich das Schlechteste aus dem Herr-der-Ringe-Universum, was ich bisher gesehen habe, besser ist als das hier. Ich weiß es echt nicht, was das hier werden soll. Vor allem, die haben es ja selber gemerkt an Reaktionen, dass das hier echt Murks war. Und die reden ja auch scheinbar wirklich, beim Durchskippen ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo die keinen Quatsch erzählen. Außer der Revin sei, dass er Schattenschlacht um Mittelerde gespielt hat. Das war das Positivste, was ich jetzt mitgenommen habe. Plus der Disparu. Nee, ich habe keinen Bock mehr, Schatten des Krieges zu spielen. Das treibt mich in den Wahnsinn, glaube ich, dann einfach. Und dann kann ich die Serie nicht gucken im September. Wobei ich mich auch nicht mehr drauf freue. Es ist echt krass. Ich war vor der Woche noch so hyped und jetzt ist alles weg. So kann es manchmal gehen. Naja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch was. Ciao. Puh, das war harte Kost. Danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Und alle weiteren Infos zu diesem Quatsch, den wir da gerade gesehen haben, besprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Deswegen auf Spotify Antenne Wetterspitze folgen. Und da kommt am 1. März dann die neue Folge. Verlinken wir euch auch hier unten. Viel Spaß damit.